eigentlich fast übergangslos bauen, ne? Konstruktor. Moment. Jetzt musst du nämlich wieder aufpassen. Nee, warte mal. Setz mal den Konstruktor bitte hier hinten an die Ecke. Einfach hier hinsetzen, damit wir kurz die einfach hinballern. Scheißegal. Jetzt gehst du nämlich da dran, jetzt kannst du hier gucken, ne? Eisenplatten zu, oder Eisenstangenproduktion zum Beispiel braucht er 15 pro Minute. So, und schmelzen tun wir. Moment. Wir tun 30 Schmelzen pro Minute. Das heißt, wir können zwei Konstrukte für eine Schmelze benutzen. Das heißt im Klartext, du setzt jetzt hier einen Konstruktor hin. Ja. Und du setzt hier einen Konstruktor hin. Und dann haben wir schon mal eine Schmelze für zweimal Eisen. Rohr, habe ich gesagt. Ja. Genau. Bin hier richtig rum, ja, ne? Mhm. So, und dann musst du hier nämlich noch einen Splitter hinsetzen. Aber jetzt den anderen, ne? In dem Fall. So, lass kurz gucken, warte. Geht raus, da geht rein. Nee, ist falsch. Ist nicht der richtige. Ist aber wieder der Splitter, brauche ich. So, da rein. Verteilt sich auf zwei. Splitter brauchst du, ja, Splitter, nee. Ich kann ihn jetzt gerade selber nicht, oder kann ich ihn, nee, ich kann ihn nicht setzen. Ja, aber ungefähr, zeig mal, wo du den gern hättest, weil dann baue ich den da hin. Du musst den hier einfach nur nah genug an den dran setzen. Mit dem, so, bis hier kannst du den setzen. Aber, ja, wir reißen die Konstrukteure hier nochmal ab, wir lassen mehr Platz. Ja. Dann setzen wir die halt eins dahinter, so. Ist ja nicht schlimm. Wo sind wir denn da? Sind wir? Müssen eh noch mehr rein. So. Der nächste. So. Und jetzt, wo bist du? Da. Dann setzt man Splitter hier in die Mitte. Weiter zu mir. Ja. Eins nach vorne. Eins. Ja. Jetzt setzen. Das ist der genaue Mitte von dem Ding hier. Und jetzt kann auch ein Förderband von hier nach da. Genau. Ein bisschen. Ja, genau. Genau. So. Jetzt sind die beiden Konstrukteure mit dem Einschmelzer. Und jetzt können wir schon weiterdenken. Für die Eisenplatten haben wir, warte, 30 haben wir in Mache. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Eisenplatten benötigen aber 30. Also hier ist 1 zu 1. Das heißt, der Schmelzer geht direkt in den Konstrukteur. Und dann kannst du jetzt hier nochmal den Konstrukteur hinsetzen. Und der macht dann auch Eisenplatten. 1 hinter. Naja. Jetzt. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt. Aber irgendwie falsch rum. Oder? Ne, war richtig. Das ist eine Schmelze. Ne, ist falsch rum. Das ist eine Schmelze, kein Konstruktor. Achso, Konstruktor. Ja. Passt das so? Der ist falsch. Ne. Hab ich meine falsch rumgesetzt? Bin ich doof? Ne. Ne, das passt. Nee, ja. Nee. Da geht rein, ja. Ich sehe die Linie nicht jedes Mal. Ach so. Genau, so. Und jetzt können wir sie einstellen. Strom holen wir gleich. Hier vorne Eisenstangen. Hier Eisenstangen. Zack. Da Eisenplatten sind schon.
Und da Eisenplatten. So. Haben wir schon mal das. Stangen und Eisenplatten. Und jetzt brauchen die nur noch Strom und Strom. Hast du noch Eisenstangen einstecken? Ja. Wir haben ja jetzt hier so außen so ein zum Beispiel das Feld hier freigelassen, ne? Ich persönlich mache das immer. Ich gucke mal, dass ich direkt mehrere Säulen hier hin pflanze. Damit. Der war gerade falsch. Damit du hinterher hier so 4-5 Stück stehen hast und direkt alle miteinander verbinden kannst. Weil die haben ja immer nur am Anfang noch die Schwachen, haben ja immer nur 3 Anschließmöglichkeiten. Ein bisschen schwach. Mhm. Oh, schön, guck mal, fertige Barren. Es geht voran. Hm. So, jetzt sind alle miteinander angeschlossen. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Power. Glaube ich. Ja. Biomasse-Generator oder sowas. Genau. Ich kümmere mich drum. Eben, da kannst du mal hier unten. Ja, die können wir hier unten direkt hier in eine Reihe so hinballern. Hm, habe ich noch Beton? Oh. Mach ich die Plattform jetzt nochmal ein bisschen größer, dann können wir die Betonproduktion daneben setzen, nämlich dann auch. Damit ich den Mist hier nicht mal einzeln jedes Mal herstellen muss. Ballern, ey. Davor und dahinter dann auch noch welche, so 9 Stück. Ah ja, direkt Massenproduktion. Ja, was wir machen können ist, also wir können natürlich dann auch relativ zeitnah, mache ich dir, wo kann man das machen? Ich kann dir hier eine extra Plattform basteln. Da setzen wir die alle drauf. Und dann wird da nur Strom hergestellt, also Strom produziert. Mhm. Kann ich schon machen. Ja. Finde ich gut. Ja, dann lass mal nur diese 3 Stück da stehen. Die reiße ich dir dann nachher nämlich nochmal ab. Ich möchte, dass ich die erstmal da verbinde, dass wir wieder Saft kriegen. Mhm. So, und ab geht der Peter. Das ist eine Biomasse. Was haben wir hier? Biomasse? Ach, du hast schon Biomasse hergestellt, ne? Andere Produkte, das kriegen wir aber noch nicht. Das ist jetzt überall Holz dann erstmal in den Biomasse-Generatoren. Ah, hier fester Biotreibstoff bräuchten wir eigentlich. Hindernisbeseitigung. Meilenstein auswählen. Wir nehmen erstmal den Meilenstein hier. Okay. Oh, das kriegen wir auch schnell hin. Genau. Da kriegen wir nämlich die feste Biomasse. Die hält nochmal länger. Ist nochmal effektiver. Ich stelle eben das Kabel her. Wie viel sind es? 100 brauchen wir.
Weil dann, wenn wir die Blätter nämlich von der, also dann können wir nämlich direkt eine Produktion machen für diese großen Bioballen. Ne? Dann musst du die Blätter nicht mehr extra separat jedes Mal verarbeiten. Das ist nämlich auch übelst zeitfressend. Ja. Ah, du hast auch ein paar Schrauben. 216 Schrauben habe ich auch. Dann sind wir fertig. Ja, dann haben wir fertig. 120 brauchen wir. Kabel haben wir auch fertig. Jetzt fehlt nur noch Beton. Na, Kabel hast du auch schon fertig gebaut. Mhm. Okay, super. Rein. Dann brauche ich das nicht machen. So, fertig. Fehlt nur Beton. Die eine Betonstraße hinten sollten wir vielleicht noch anschließen, oder? Ja, wenn eben hatten wir noch nicht den Dings, sag schon, den Verteiler beziehungsweise den, der womit du wieder Ketten zusammenpacken kannst. Und ich muss jetzt warten, bis wir die MK2 bekommen, weil das Förderband hier nimmt auch nicht viel mehr wie jetzt die einen, weißt du? Ich mach das gleich. Guck, dass ich das gleich zusammenbastel. Ich habe jetzt 89 Beton, kann ich machen. Wenn du noch ein paar Beton hast, dann sollte es lang. Haben wir das eine schon mal, zumindest. 40. 44 habe ich. Dann langt's. Alles klärchen. Tong. Krieg die Knöpfe hier. Let's go. Milestone. Yeah, baby. Biofuel will ensure maximum efficiency so, und jetzt können wir. Burners. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Fester Biotreibstoff machen. R&D inflated your pocket dimension. Ich würde sagen. Hast du noch genügend Material, um Producer herzustellen? Konstruktor meine ich. Ein Stück könnte ich dir noch bauen. Okay, dann setzt. Kann ich selber noch welche machen? Oder warte, ich gebe dir das Material, dann kannst du das machen. Ist vielleicht ein bisschen geschickter. Warte, Konstrukt, Kabel brauchst du noch. Kabel. Genau, danke. Gerne. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal kurz um den Biotreibstoff. Und da bauen wir das extra. Ein bisschen was haben. Komm, ich baue extra eine Plattform dafür. Ja. So machen wir das. War da jetzt eigentlich die Kettensäge schon dabei bei dem Meilenstein? Nee, ich meine nicht. Okay. Kannst du hier aber in dem Ausrüstungsding gucken hier. Doch, Kettensäge ist dabei.
Kannst du schon craften, ne? Ja, nice. Dann mach ich mir das eben. Ach, was wollte ich machen? Da, Beton. Ah, die Rakete kommt zurück. Säge, was braucht man denn da? Verstärkte Eisenplatten, Eisenstangen, okay, gar nicht so wenig. Aber Eisenplatten stellen wir jetzt schon her, ne? Ist ja schon mal ein Vorteil. Müssten laufen, ja. Zwar noch nicht so viele, aber sie müssten laufen. Das ist schon eine Erleichterung. Da waren jetzt 170 drin, da waren 180 drin. Nice. Da sind 200 Eisenplatten drin, da sind nochmal 200 drin. Ah, geil. Ah, schön. Wie man sich über sowas freuen kann, weißt du? Ich finde das voll gut, ey. Ah, schön. Auch die kleinen Dinge, ne? Genau. Ja, guck dir die Bekloppten an, die freuen sich über Eisenplatten. Schön. So, aber, was war das jetzt noch? Ah, das kann ich jetzt erstmal wieder zurück machen. Genau. Verstärkte Eisenplatte, Schrauben. Haben wir doch. Nur hier umbauen. Genau. Perfekto. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir zu der Produktion kommen, dass wir verstärkte Eisenplatten herstellen, aber es liegt einfach daran, also man hat ja Update 1 gespielt, man hat Update 2 gespielt, man hat Update 3 gespielt und weiß ja dann auch irgendwann, in welchen Dimensionen man bauen sollte, damit man nicht fünfmal dasselbe wieder anfangen muss von vorne. Und genau das würde ich jetzt gerne hier eben direkt vermeiden, dass wir so klein bauen, dass du das fünfmal anrühren musst. Dann baue ich lieber gleich einmal richtig groß und brauche ein bisschen länger am Anfang. Brauche dann aber dann dafür am Ende dann nicht mehr so lange. Indem ich immer alles wieder fünfmal neu anfangen muss. Da bin ich voll bei dir. Sag also, meine erste Konstruktion, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das war ein Kuddelmuddel vom Feinsten. Ja. Alter, da sind die Förderbänder über die ganzen Gebäude hier drüber gewandert. Es war Katastrophe. Ich musste die ganze Zeit hüpfen von A nach B, dass ich überhaupt an die Station gekommen bin. Genau, und da bin ich dann echt so ein bisschen. Da komme ich nach meiner Mutter, da bin ich echt ein Perfektionist, ne? Es muss dann einfach ordnungsgemäß, einheitlich und dann hast du diesen Kuddelmuddel eben nicht mehr. Ja. So gar nicht. Setz jetzt ein Lager hin. Neben unseren Hub. Und da kann dann das die Biomasse reingepackt werden. Genau. Also ein Lagercontainer quasi, der dann. Ah, okay, alles klar. Wo du einfach nur die Biomasse reintust, weil du gehst ja ernten mit der Kettensäge, hast dann auch mal so Holz und musst das ja alles in Biomasse umwandeln. Wenn ich das jetzt richtig. Warte mal, ich setz mal einen Konstruktor. Guck ich mal kurz in den Konstruktor rein. Ach nee, man kann Blätter, Holz. Ach, man kann Blätter und Holz direkt verarbeiten lassen über einen Konstruktor. Ja.
Zur Biomasse. Genau. Okay, dann muss ich umdenken. Das heißt, wir brauchen zwei Lager hier. In dem einen kommt Holz rein, in den anderen kommen die Blätter rein. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt habe ich noch nicht genügend Eisenstangen. Vater, kriegst du. Ja, ich kann dann auch selber welche craften. 74 liegen da. Danke. Geht mehr. Ich habe die Konstruktoren oben schon leer gemacht. Ja, dann kann ich die Biomasse aber wieder rausnehmen hier, so. So. So, Baby, jetzt geht los. Zwei Lager, ey, oh. Also die beiden Container hier sind für Holz und für Blätter, ne? Okay. Muss dann immer nur gucken, in welches du welches reinpacken musst, damit das dann auch in die richtige Förder, in den richtigen Konstruktor geht. So. Dann bauen wir jetzt hier mal direkt ein. Machen wir hier den zweiten. Voll auf Öko, weißt du? Fester Biotreibstoff, aber überall schwarzer Rauch aus dem Schornstein. So, dann. Brauchst du wieder Beton? Oh, geil. Ja, ist halt heftig, Alter. Was du da rauskriegst, ja? Ja, brutal. Holz ist jetzt, ja, ist in Ordnung. Aber die Blätter halt, ne? Ich bin jetzt schon bei 2500 Blätter. Ich hab 6 Bäume gefällt. Alter. Ja, das ist richtig gut. So, aber. Muss ich überlegen. Jetzt können wir nochmal zwei Konstrukte hier hinbauen, genau. 4 Stück insgesamt. Weil da kommt ja direkt Biomasse bei raus. Und die Biomasse können wir dann direkt umwandeln in Biomasseblätter. Kommen 60 pro Minute raus. Biomasse Holz. Boah, Alter, wie viel da rauskommt, bitte. Ist ja unglaublich. Kann ich doch nochmal umdenken. Ich muss nochmal einen hinsetzen. ...120 pro Minute brauche ich. Macht aber 300 pro Minute. Boah. Kann ich ja sogar davon vom Holz 2
laufen lassen. Ne, das war eigentlich gut. So. 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 Verteiler. So ein Splitter. Viel macht er hier 60 pro Minute. Er braucht aber 120 pro Minute. Ja, dann easy going. Dann bauen wir doch hier Usinator hin. Ich habe keine Platten mehr. Bin ich dir? Nee, alles gut. Ich gehe mir jetzt selber oben welche holen. Gut. Jetzt mache ich mal leer. Da, Eisenstangen genug. Magst du schon mal den nächsten Meilenstein auswählen? Jo, mach ich gleich. Bist du in der Nähe überhaupt? Sonst mach ich's. Ich bin gerade wieder am Holz holen. Ja, dann mach ich das. Boah! Hey, dem Alien will ich nicht die Beine wegsägen. Ich glaube, der wird mich auch platt machen. Gegen den hätte ich keine Chance. Brauchen wir noch Schrauben? Brauchen wir noch? Boah, da können über 1000 Schrauben herstellen.